Mit diesem Film drehen wir das Rad der Zeit bis circa 1350 zurück. Wie haben damals die Häuser ausgesehen? Zu sehen sind die Originale im Freilichtmuseum Ballenberg bei Brienz im Berner Oberland. Es sind alles Häuser, die in der Schweiz gebaut wurden. Sie sollten abgebaut werden und neuem Platz machen. Statt sie zu Bauschutt zu machen, wurden sie sorgfältig zerlegt und hier wieder Stück für Stück aufgebaut, wie die Fabrikantenvilla aus Burgdorf. Der Sommer zeigt, was er kann. Es regnet. Da kommt uns das Bauernhaus aus Eggewil, Kanton Bern, mit seinem großen Dach gerade recht. Käseformen. Butterherstellung. Kinderarbeit. Melkstühle. Die Technik hält Einzug. Kühe aus Holz geschnitzt. Es regnet immer noch. Zwei Kornspeicher aus dem Kanton Bern. Bauernhaus aus Ostermundigen, Kanton Bern, erbaut 1797. Bauernstube von 1790. Diese Drogerie aus dem Jahre 1779 stammt aus Herzogenbuchsee, Kanton Bern.
Später wurden Mühlen für Gewürze und Farben eingebaut. Sie wurden mit Flachriemen über eine Transmissionswelle angetrieben. Für den Antrieb sorgte ein Elektromotor. In der Drogerie. Auch die Hühner bleiben lieber unter dem Dach. Das Gabinetto befindet sich außer Haus. Bauernhaus aus Terwil, Baselland, aus dem Jahre 1675. Die Vogelscheuche ist ebenfalls nass. Neben dem Bauernhaus aus Tendlingen im Kanton Fribourg von 1790 steht ein Ofenhaus. Im Innern wird Leine verwoben. Endlich lässt der Regen etwas nach. Größere Stall haben, hat der Kühe auch Platz mit den Hörnern. Meine Frau sieht es gar nicht gern, dass dem Rindvieh die Hörner entfernt werden. An der Hauswand vom Bauernhaus aus Villar-Bramar im Kanton Watt steht ein Militärvelo aus dem Jahre 1905 mit der berühmten Großmutterbremse. Mit dem Bremshebel wird der Gummiklotz auf den Reifen gedrückt. Zum Glück ist noch eine Rücktrittsbremse im Hinterrad eingebaut. Im Anbau wird eine alte Mechanik, ein Göppel, gezeigt.
Wenn das eingespannte Pferd oder der Ochse im Kreis herumgeht, dreht sich das Rad mit den Holzzähnen. Über ein Winkelgetriebe wird das Drehmoment auf eine Riemenscheibe übertragen. Im Nebenraum wird eine Dreschmaschine angetrieben. Im Wallis stehen die Kornspeicher auf Steinplatten. Das hindert die Mäuse daran, sich am Korn gütlich zu tun. Wohnhaus aus Schweiz, gebaut 1336. Wohnhaus aus Sachsen, Kanton Obwalden von 1600. Mit dem Kachelofen wird das ganze Haus geheizt. Durch das Loch in der Decke gelangt die warme Luft in die oberen Stockwerke. Im Schrank ist ein Zinnwaschbecken eingebaut. Eine mustergültig aufgeräumte Werkstatt. Wohnhaus aus Sachsen, Kanton Obwalden, um 1600 gebaut. Die Fenster bestehen aus Putzenscheiben. In Matten bei Interlaken entstand um 1570 dieses Haus. Nach dem Wiederaufbau auf dem Ballenberg wurde es 2007 im Innern komplett umgebaut. Es zeigt sich, dass sich Alt und Neu sehr gut verträgt. Die Innenräume wurden als Elemente in die alten Räume gebaut. Die Gebäudehülle ist darum voll isoliert. Das Haus ist an Strom, Wasser und Kanalisation angeschlossen und wäre bewohnbar. Geheizt wird wie früher mit einem Holzofen in der Küche. Die Heizgase durchströmen einen Wärmespeicher und erzeugen warmes Wasser, das durch die Heizkörper in den Zimmern fließt. Im Keller steht der Wärmespeicher. Bauernhaus aus Adelboden, 17. Jahrhundert.
Das Tessin ist mit dem Gutshof aus Novazzano aus dem 13. bis 19. Jahrhundert vertreten. Das Bauernhaus von Faido brannte leider 1994 ab. Aus Bellwald im Wallis stammen diese vier Alphütten. In Hünenberg, Kanton Zug, von 1979 im Gasthaus Degen das Taufessen meiner Tochter Fabienne statt. Aus Brüglisau, Kanton Appenzell, kommt dieses Bauernhaus. Riegelhäuser kommen im Kanton Zürich häufig vor. Dieses Wasserrad treibt die Knochenstampfe von Knonau, ebenfalls Kanton Zürich, an. Als wir beim Sägewerk von Rafts ankommen, macht der Säger gerade Feierabend. Die Mechanik ist eindrücklich und es wäre interessant gewesen, sie in Betrieb zu sehen. Zum Nachvollziehen der Funktion muss darum diese Zeichnung genügen. Das Sägeblatt wird durch das Holzgatter auf und ab bewegt. Als diese Seilerei von 1897 noch in Unteräggeri, Kanton Zug vorhanden war, bin ich auch schon mal hier entlang gegangen. Vorbei am kleinen Wiesensee kommen wir wieder zum Eingang vom Museum zurück.